In diesem Video stelle ich euch die neue Rettet die Welt Season vor, die jetzt reingekommen ist. Und zwar seht ihr hier, haben wir die neue Unterfangenen Season. Salzwassertiefen ist jetzt vor 2 Tagen, glaube ich, reingekommen, beziehungsweise vorgestern, genau, am 6. April. Ich zeige euch, welche Belohnungen es dort alles gibt in der Unterfangenen Season. Außerdem stelle ich euch die neuen Events vor und auch komplett neue Helden, die noch auf uns zukommen in den nächsten Tagen. Und damit würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Und zwar seht ihr hier direkt auf der Karte, Salzwasseruntiefen ist jetzt drin, wir hatten ja davor Wohlwiese. Die nächste Unterfangenen-Season kommt im Juni, das heißt, wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Also wie gewohnt, ungefähr alle 2-3 Monate ist immer so, dass dann eine neue Rettet die Welt-Season reinkommt. Und jetzt haben wir wieder diese Season drin mit dem ganzen Piratenthema. Ihr wisst ja, wie das Ganze aussieht und ich kann euch ungefähr so die Belohnungen aufzählen. Und zwar haben wir auf Level 5 ein legendäres Trollschatzlama. Da kann natürlich alles drin sein, legendäre Sachen. Ihr könnt sogar daraus den Kürbiswerfer ziehen, also sind auf jeden Fall wirklich die besten Lamas in Rettet die Welt. Dann gibt es auf Level 10 nochmal ein legendäres Trollschatzlama. Das sind so die besten Belohnungen. Danach gibt es auf Level 13 ein Waffenticket. Mit einem Waffenticket könnt ihr euch aus der Sammlung etwas rekrutieren. Ich kann euch das einmal ganz kurz zeigen. Bei Ressourcen habe ich hier zum Beispiel 5 Waffentickets und mit denen kann ich mir zum Beispiel eine Waffe aus der Sammlung rekrutieren. Dafür gehen wir hier auf die Sammlung, suchen uns zum Beispiel bei den Eventskizzen eine gute Waffe aus. Könnt ihr euch sie erforschen mit einem Waffenticket. Dafür braucht ihr das Ganze. Das geht wirklich mit sehr, sehr vielen Waffen, auch mit sehr, sehr vielen guten Waffen. Das geht auch mit der Totengräber zum Beispiel, falls ihr die haben wollt. Ist natürlich auch ein Community-Liebling, auch eine sehr nice Waffe. Ich würde euch auch empfehlen, aus dem Albtraumwaffen auf jeden Fall Plasma-Entlader zu holen. Wirklich sehr, sehr starke Waffe. Früher hat sie fast gar keine Munition verschwendet. Jetzt wurde sie leider ein bisschen umgeperkt, sodass sie wieder 30 Munition pro Schuss verschwendet. Aber trotzdem ist diese Waffe noch sehr, sehr stark. Das sind ja alles so etwas neuere Waffen in der Welt. Und damit könnt ihr euch, wie gesagt, fast jede Waffe aus der Sammlung holen. Zum Beispiel Deatomisierer 9000 mögen sehr viele. Könnt ihr euch zum Beispiel sogar ganz normal rekrutieren. Genauso wie Pulsar 9000 könnt ihr euch auch ganz normal rekrutieren. Mit legendären Kraftquellen. Die bekommt ihr hier aus dem Shop. Hier könnt ihr euch sie kaufen. Mache ich einmal ganz kurz, weil die wirklich sehr, sehr wichtig sind. Wie gesagt, dann gibt es auf Level 20 nochmal ein Heldenticket. Also hier in Unterfangen auf Level 20 gibt es nochmal ein Heldenticket. Könnte ich euch auch ganz gut zeigen, so sieht das Ganze aus. Damit könnt ihr euch irgendeinen Helden aus der Sammlung rekrutieren. Das heißt, ihr geht zum Beispiel auf Eventanhänger. Ihr wollt euch zum Beispiel Clip rekrutieren und das geht mit so einem Heldenrekrutierungsticket. Ich würde euch da wirklich sehr empfehlen, Steinerzfahrer zu holen und euch den Xenonbogen aus der Sammlung zu rekrutieren. Diese Kombo ist wirklich sehr brutal. Ich zeige euch einmal ganz kurz, wo Steinerzfahrer sind, da mich einige gefragt haben, wo man sie finden kann. Dazu habe ich zwar ein eigenes Video gemacht, aber ich kann es euch einmal ganz kurz nochmal hier zeigen. Und zwar bei den Frühlingshelden. Ist sich hier ganz oben Steinerzfahrer. Könnt ihr euch rekrutieren mit einem Heldenrekrutierungsticket, genauso wie viele andere. Das ist tatsächlich ein Überlebender, ich weiß gar nicht, was er hier drin macht. Hier sind eigentlich nur Helden normalerweise. Und ihr könnt euch auch die ganzen anderen Sachen rekrutieren. Außerdem ist jetzt in dem Shop diese neue Heldin drin. Die könnt ihr euch jetzt ganz normal aus dem Shop kaufen. Ich kann euch sie einmal ganz kurz zeigen. In der Sammlung, welche Vorteile sie hat. Verringert die Energiekosten von Plasma-Impuls um 38%. Plasma-Impuls ist diese Fähigkeit von einem Konstrukteur. Ist jetzt nicht wirklich so besonders, würde ich sagen. Und wenn ihr sie als Kommandanten benutzt, also als Haupthelden, dann verringert es die Energiekosten von Plasma-Impuls um 75%. Das spart hier ein bisschen Energie. Aber würde ich mal sagen, ist relativ unnötig. Wegen dem Skin kann man es machen, aber ich würde sagen, ist relativ unnötig. Wurde aus Battle Royale so übernommen und auch in Rettet die Welt reingemacht. Gibt es jetzt hier im Shop zu kaufen. Dann gibt es natürlich noch nach dem Waffenticket und nach dem Heldenticket noch viele andere Belohnungen, wie zum Beispiel legendäre Kraftquellen, Blitz in der Flasche, legendäre Vorteil Plus. Also ihr seht gefühlt alles, was ihr hier seht, könnt ihr in der unterfangenen Season bei den Belohnungen bekommen. Ihr könnt auch Kernvorteil fix bekommen, Blitz in der Flasche, Auge des Sturms, epische Kraftquelle, legendäre Kraftquellen. Danach bekommt ihr natürlich auch noch Heldenverbesserer, Waffenverbesserer, Fallenverbesserer und Überlebendenverbesserer. Die sind wirklich sehr, sehr heftig. Damit könnt ihr eure Helden, die zum Beispiel schon auf Level 130 sind, noch weiter verbessern. Also ihr seht zum Beispiel hier im Team, ich habe jetzt einen Helden auf Level 138 und ich könnte ihn befördern und dafür brauche ich einen Überlebendenverbesserer. Und das könnt ihr auch in der Unterfangenen-Season bekommen. Das kommt aber erst ein bisschen später, ab Level 25 geht es da los mit den ganzen Verbesserern. Also lohnt sich auf jeden Fall die Unterfangenen-Season für alle. Außerdem wurde ich gefragt, wie das ist mit den Unterfangenen-EP. Also ihr seht, ihr könnt hier Unterfangenen-EP verdienen. Und dann wurde ich gefragt, wie man die ausgeben kann. Die kann man gar nicht ausgeben, und zwar ist es so, dass ihr die verdient mit der Mission und die werden direkt eingelöst in euer Level. Das heißt, ihr steigt einfach nur im Level, wenn ihr Unterfangenen-EP bekommt. Ihr könnt die nicht irgendwie einlösen oder so. Und dann gibt es einmal
das ganz normale Level-Unterfangen und einmal das Blitz-Level-Unterfangen. Diese Mission wird euch empfohlen ab Level 15, aber nicht hier ab Level 15, sondern ab Blitz-Level 15. Ihr könnt natürlich jemanden fragen, der schon höher ist, ob ihr da mitspielen könnt, aber da solltet ihr natürlich darauf achten, dass ihr niemanden stört. Aber wie gesagt, Unterfangen lohnt sich wirklich sehr. Dann haben wir noch ein neues Event, und zwar das R-Event. Eine Totenkopfflagge weht am Horizont, sind Piraten auf dem Weg zur Heimatbasis. Da könnt ihr euch verschiedene Belohnungen erspielen. Und zwar seht ihr hier, die beste Belohnung, die es hier drin gibt, ist Blackbeard. Mit diesem Helden könnt ihr euch ein sehr, sehr nices Teamvorteil erspielen. Ich kann euch das einmal ganz kurz zeigen. Und zwar das Teamvorteil Blackbeards Versteck, aber das bekommt ihr nicht direkt, wenn ihr euch diesen Helden erspielt oder rekrutiert, sondern da müsst ihr mit diesem Helden in eine Mission reingehen und so Schatztruhen finden. Und wenn ihr das erledigt, bekommt ihr dieses Teamvorteil hier. Und hier ist es so, bei jeder Eliminierung besteht eine Chance von 5%, eins von Blackbeards Verstecken aufzudecken. Wenn du sie durchsuchst, kannst du Holzbeine, Kokosnüsse und Kanonenkugeln finden, was wirklich sehr OP ist in Unterfangen. Das ist wirklich das Beste, was es gibt für Unterfangen. Denn diese Holzbeine sind direkt auf Level 64 ganz am Anfang. Und wenn ihr zum Beispiel eine Waffe habt auf Level 10 oder 20, ist natürlich so ein Holzbein viel, viel stärker. Genauso wie die Kanonenkugeln, die ihr da findet, und auch Kokosnüsse, mit denen ihr euch heilen könnt. Einfach nur, indem ihr Kills macht und diesen Teamvorteil reinnimmt. Ihr müsst nicht mal den Helden spielen, sondern einfach nur dieses Teamvorteil hier einfach so reinpacken. Geht wirklich sehr, sehr einfach. Würde ich auf jeden Fall auch jedem empfehlen. Dann, wie gesagt, die neue Heldin habt ihr bestimmt schon gesehen hier. Bunny Penny habe ich euch gerade eben vorgestellt. Sieht relativ cool aus vom Skin, würde ich sagen. Die Werte, muss ich aber sagen, sind jetzt nicht ganz so heftig. Also falls ihr sie spielen wollt, könnt ihr das natürlich gerne machen. Würde ich nicht ganz so empfehlen. Dafür gibt es diesen Helden hier drin, den würde ich auf jeden Fall holen. Und zwar ist es hier so, verringert die Abklingzeit von Vorwärtskommando um 30%. Und wenn ihr ihn als Kommandanten reinnehmt, als Haupthelden, verringert es die Abklingzeit von Vorwärtskommando um 66%. Damit könnt ihr wirklich ein sehr, sehr nice Setup machen, bei dem ihr die Minigun fast gar nicht nachladen müsst, beziehungsweise fast gar nicht warten müsst und die ganze Zeit die Minigun benutzen müsst. Den Helden habe ich, glaube ich, nicht. Ich habe so einen ähnlichen Helden, der den gleichen Vorteil hat, aber diesen Helden habe ich nicht. Und ich glaube, hier gibt es auch verschiedene Stilvarianten. Ihr seht hier Kommando Splitfire. Und wenn ich jetzt auf Spind gehe und diesen Helden auswähle, und tatsächlich, das ist der Aerial Assault Trooper in Rettet die Welt. Also wenn ihr ihn hochlevelt, bekommt ihr auch diese Stilvariante. Also wirklich ein sehr cooler Skin und auch wirklich ein sehr guter Held, den ihr hochleveln könnt. Würde ich jedem empfehlen. Ist gerade jetzt im Shop. Solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Hier noch so eine andere Stilvariante. Aber wirklich ein sehr, sehr cooler Skin und außerdem wirklich ein sehr guter Held. Damit kann man ein gutes Minigun-Setup machen für Unterfangenen. Aber ich würde euch wirklich empfehlen, das Beste, was es gibt für Unterfangenen vom Setup her, ist, wenn ihr diesen Vorteil hier reinnimmt und allgemein so ein Piraten-Setup macht. Das ist so das Beste. Dafür ist das ja auch gedacht mit dem Blackbeard, damit ihr das in Unterfangen bei den Salzwasseruntiefen spielt. Außerdem sind die Gruften jetzt wieder drin. Die Gruften feiere ich wirklich übel, die spiele ich immer komplett durch. Am Anfang habt ihr die Krypten, wenn ihr die durchgespielt habt. Ihr müsst nicht alle drei machen, eine von denen. Danach bekommt ihr Inferno, danach die Grotte, danach seid ihr im Labyrinth und danach gibt es noch eine neue Gruft, und zwar das Labor. Das ist neu hinzugekommen. Und da könnt ihr auch einen sehr nicen Helden spielen. Allgemein könnt ihr euch sehr viele Helden spielen hier bei den Gruften. Ihr seht, ihr könnt euch hier einen Ladebildschirm erspielen, einen kostenlosen Ladebildschirm. Ich habe auch ein Video gemacht zu allen Gruftenbelohnungen. Checkt das auf jeden Fall aus, falls ihr wissen wollt, was es hier für Belohnungen gibt. Für dieses Ladebildschirm müsst ihr hier einmal diese vier Gruften spielen. Dann habt ihr hier noch Banner, die ihr spielen könnt, und auch noch Helden. Die Helden sind noch jetzt nicht da, die bekommt ihr ein bisschen später. Aber ich kann euch einmal ganz kurz zeigen, welche Helden ihr da so bekommt. Ich zeige euch ganz kurz den Ladebildschirm. Und zwar so sieht das Ganze aus. Ist ein relativ cooles Ladebildschirm. Ich fühle das Frostnight-Ladebildschirm ein bisschen mehr. Das könnt ihr im Winter nochmal spielen bei Frostnight. Aber Gruften-Ladebildschirm ist auch wirklich sehr cool. Ich kann euch einmal ganz kurz die Helden zeigen, die ihr euch erspielen könnt bei den Gruften. Und zwar ist das einmal dieser Held hier. Den fand ich übelst nice, weil er einfach nur so lustig aussieht. Aber ich muss sagen, der Held ist jetzt nicht so heftig. Aber er sieht wirklich sehr, sehr lustig aus. Den könnt ihr bei der Grotte erspielen. Die Challenges dafür kommen noch ein bisschen später. Also ihr seht, die gibt es noch nicht. Also wenn ihr hier bei den Gruften raufgeht, seht ihr, ihr könnt euch den noch nicht erspielen. Aber was es tatsächlich gibt, sind jetzt auch Battle Pass EP. Hier 21.000. Spiele eine Mission der Gruft das Labor ab. Das ist das Neueste. Könnt ihr ganz zum Schluss machen. Und hier kommen noch weitere Belohnungen in den nächsten Wochen. Und da könnt ihr euch, wie gesagt, einmal diesen Helden hier erspielen. Bei dem ist es so, erhöht Nahkampfschaden um 44%, basierend auf der Potenzzahl der fehlenden Konditionen.
Und dann hier einmal als Kommandantenvorteil ist es zusätzlich so, dass Nahkampfeliminierung mit schweren Angriffen mit einer Chance von 60% ein Phantasma beschwören. Das ist so ein Projektil, was in der Luft schwebt. Und da ist es so, dass dieses Projektil auch Gegner in eurer Nähe killt. Das heißt, wenn ihr Schaden bekommt, dann killt dieses Phantasma so gesagt die Gegner. Das gleiche bekommt ihr auch hier beim Sumpfritter. Den gibt es sogar als Battle Royale Skin, habe ich auch. Leider nur ohne Schild. Und zwar ist es hier erhöht den Schaden gegen Nebelmonster um bis zu 42%. Das ist wirklich sehr cool. Und als Kommandant ist es noch so, dass ihr mit einer Chance von 45% ein Phantasma beschwört, wenn man Schaden nimmt. Und hier ist es so, dass ihr ein Phantasma beschwört, wenn ihr Schaden verteilt bzw. mit Nahkampfeliminierung Gegner tötet. Und das beides in der Kombination kann man wirklich sehr gut in ein Setup reinmachen mit den Phantasmen. Das sind so die zwei Helden, die ihr euch erspielen könnt. Ich glaube, ich habe keinen weiteren Helden vergessen. Achso, es gibt noch den Chaos-Agent. Seit letztem Jahr kann man den erspielen. Den könnt ihr euch erspielen bei dem Labor, glaube ich. So war das. Aber das wird sich auf jeden Fall noch zeigen in den nächsten Wochen. Er hat wirklich einen sehr coolen Vorteil. Beim Standardvorteil, wann immer du eine beliebige Fähigkeit nutzt, sorgt Flinke Finger dafür, dass deine ausgerüstete Waffe nachgeladen wird, wenn sie nachgeladen werden kann. Das ist wirklich auch sehr krass beim Sturmkönig, wenn ihr mit Nahgefahr schießt und zum Beispiel eine Fähigkeit benutzt, ist eure Nahgefahr wieder direkt aufgeladen und ihr könnt weiterhin Minibosse töten. Also wirklich ein sehr, sehr nützlicher Held. Und beim Kommandantenvorteil ist es weiterhin so, wenn du eine Waffe auf diese Weise nachlädst, beschwörst du mit einer prozentualen Wahrscheinlichkeit ein Phantasma. Diese Wahrscheinlichkeit basiert darauf, wie leer dein Magazin war. Das heißt, da kann man mit diesen drei Helden wirklich ein sehr gutes Setup machen mit den Phantasmen. Die sind wirklich auch nicht zu unterschätzen. Bald haben wir wieder Sommer. Ich freue mich auch schon auf Straße zum Sommer-Event. Ihr könnt euch zum Beispiel diesen Helden erspielen und so weiter und so fort. Also ich freue mich auch auf jeden Fall auf Sommer. Aber diese Unterfangenen-Season ist wirklich sehr cool. Die werde ich auf jeden Fall durchsuchten. Diese Auftragsreihe geht übrigens nur noch bis zum 18. Mai um 2 Uhr nachts. Dann ist sie auch wieder raus. Und die Gruften bleiben bis zum 22. Juni verfügbar. Also ist noch ein bisschen lange hin. Also ihr könnt das ganz chillig machen. In dieser Zeit solltet ihr das auf jeden Fall schaffen. Da könnt ihr euch, wie gesagt, Sumpfmonster kennen, Sumpfritter und Agent des Chaos erspielen. Lohnt sich auf jeden Fall. Und ich kann euch einmal ganz kurz die Modifikatoren sagen, die es jetzt gibt in den Salzwasseruntiefen. Und zwar ist es so, wir haben einmal Superschatz. Das heißt, ihr könnt Superschätze finden in den Salzwasseruntiefen, immer wenn ihr Gegner tötet und allgemein einfach so. Und Hüpfhillen ist drin. Hüpfhillen ist so eine Modifikation. Epic Games hat dazu geschrieben, mit diesem Modifikator besitzen Hüllen, füllige Hüllen und Nebelmonster zwar mehr Konditionen, sind aber zu eurem Glück auch leichter wegzustoßen. Das heißt, wenn ihr die Gegner anstoßt, dann fliegen die meistens sehr weit weg. Damit würde ich sagen, war es das mit den ganzen Änderungen und Leaks, die es gibt, was in den nächsten Wochen noch auf uns zukommt. Das werden wir auch noch bald sehen. Das heißt, Epic Games postet so spätestens nächste Woche nochmal einen Statusbericht, wo wir sehen, was noch für Events auf uns zukommen. Natürlich ist dieses R-Event nicht das Einzige, was in den nächsten Wochen auf uns zukommt. Da wird es auf jeden Fall noch weitere Events geben. Aber die Gruften bleiben jetzt erstmal und auch Salzwasseruntiefen bleiben jetzt erstmal für eine Zeit. Dieses Event bleibt nur noch bis zum 18. Mai. Das ist nicht ganz so lange, nur ein Monat. Danach bekommen wir ein anderes Event. Und wir sollten auch bald wieder neue Waffen bekommen. Darauf freue ich mich auf jeden Fall auch. Und damit würde ich sagen, war es das mit diesem Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt mir Videoideen in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Euer Atrix.